Dann würde ich sagen, einfach hier lang, ne? Gucken wir uns mal an, was mit den beiden Blackboxen der Androiden ist. Das ist eine wahnsinnig großartige Idee. Ich liebe Untergrund, wo man sich nicht frei bewegen kann. Und wo... Okay. So eine Leiter runterzurutschen hat echt Stil. So am Rand mit einer Hand. Nicht so seltsam, wie er hier komplett an der Leiter hängt. Einfach nur am Rand. Nee, Tobi. サバクにいた機械生命体見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えても分からないことに時間を割くのは無駄。そうですね。 Vielleicht weil sie mehr sein wollen wie wir. Ich kann in der Kanalisation nach Fischen angeln. Warum? Das ist doch richtig eklig. Was finde ich da jetzt? Ein Kackhaufen? Und was sind das? Guck mal, unter ihrem Hintern, was sind das da für seltsame Sachen? Sitzt sie? Ja, sie sitzt da. Sie lehnt quasi gegen einen imaginären Stuhl. Lustig. Beziehungsweise sie schwebt mit den Füßen in der Luft, aber egal. So, und ich will jetzt irgendwas aus der... Was zur Hölle ist das? Batterie erhalten. Fischlexikon aktualisiert. Batterie erhalten. Darf ich darauf hinweisen, dass das nicht so wirklich Sinn macht? Egal. Surfe ich da eigentlich über das Wasser? Na, aber es sieht so aus. Eine Kiste. Mittlere Erholung. Danke. So. Das sieht nach Sackgasse aus. Wir erkunden natürlich, wie es sich gehört, alle Sackgassen und dann danach den Weg, den wir eigentlich nehmen müssen. Ich meine, wenn es eine Falle ist, können die auch ein bisschen länger warten. Ich glaube nicht, dass zwei Androiden, vor allem so hart wie die bewaffnet sind, wenn sie nicht tot sind, sich noch in irgendeiner Form melden würden. Hier geht's nach oben raus, ne? Finde die verschollene Yorha-Einheit. Okay, also wir könnten hier raus. Oder wir rutschen wieder stylisch runter und gehen noch ein bisschen weiter durch die Kanalisation. Denn das sieht so aus, als sollte das einen reintäuschen, dass man nicht hier lang geht. Baumsaat, okay. Ich habe von den, hätte gerne von den Erweiterungsmaterialien wissen. Was brauchen wir da? Bernstein? Irgendwelche Kabel? Zur Hölle sind wir hier? Was ist das? Was bist du? Oh, ist das eine Waffe? Ein Speer. Du hast eine Waffe erhalten. Tugendwürde. Okay, Tugendwürde. Waffen. Waffenset 2. Machen wir beim Bestien Lord ganz kurz weg. Sah aus wie ein Speer, oder? Ja, hier Tugendwürde. Macht nicht so viel Schaden wie das Großschwert. Combo L3 S2. Ein weißer Speer der Ostsamurais. Geschichte. Der elegante weiße Speer wurde von einem Tyrannen gefertigt, als Geschenk für seine Frau, deren Eltern er Jahre zuvor getötet hatte. Sie bewahrte ihn unter dem Bett auf. Später rammte sie ihn 30 Mal in seinen Körper. Oh, schöne Geschichte. So. Jetzt haben wir von oben... Das sieht schmerzhaft aus. Was zur Hölle? Okay, das ist cool. Jetzt würde ich gerne wissen, was denn der Aufladeschlag. Ist das ein Bereichsschaden?
Das fetzt scheinbar um sie herum auch ein bisschen weg. Okay. Ich glaube, I like this Speer. Ich wechsle trotzdem mal zurück auf das Großschwert. Moment. Hier oben gab es jetzt sonst wirklich gar nichts mehr, oder? Hier drinnen kann man auch nicht noch irgendwo hin. Nö, okay. Okay. Haben wir das? Cool, also das heißt, die Waffen sind wirklich versteckt. Genau umsehen wird belohnt. Ein Glück, dass ich nicht direkt der Quest nachgegangen bin. Jetzt hätten wir niemals so einen coolen Speer bekommen. Was macht der denn für Kombis, wenn ich erst schwere Angriff... Ah, da kann man sich auch gut durch die Gegend fetzen mit. Kleiner Schlag das, kleiner Schlag das, kleiner Schlag hier. Kann man auf jeden Fall, wenn viele Gegner vor einem sind, sich eine Schneise reinschlagen. So. Willkommen an der Oberfläche. Und hier stehen sehr große Bäume. Also wirklich. Guck sich einer die Wurzeln an. So, ab jetzt müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen vorsichtig. Was? Ein Feuer? Hä? Warum sollten diese komischen Roboter ein Feuerwerk machen? Also, ganz ehrlich, die Roboter kommen mir nicht mehr so vor, als wären sie irgendwelche primitiven Killermaschinen. Die kommen mal von ihrem komischen Boss da abgesehen und von den Goliaths abgesehen eher vor wie, weiß ich nicht. Ich meine, ihr Angriff ist ganz schnell mit ihren Händen nach vorne zu schlagen. Die sind nicht sonderlich gefährlich, die Biester. Irgendwie. Vergnügungspark. Ist das ein Herz? Ich will die nicht angreifen. Nani? Koizra? これは何ていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。Mann, die sind voll cool. Guckt euch den an. Also, oh, und die haben Luftballons. Wie geil. Dann hier so ein Hasenroboter. Ganz ehrlich, wo sind die böse? Und warum ist hier jemand gestorben? Der hat die wahrscheinlich angegriffen. Ich starb da. Ach. Sonst würdest du nicht hier liegen. Naja. Edle Ohrringe erhalten. Was will ich mit edlen Ohrringen? Die Musik ist übrigens mal wieder mega nice. Ja, ich greife die auf jeden Fall nicht an. Warum sollte ich? Na, ihr? Oh, die sind putzig. Richtig niedlich. Vor allem, die ignorieren mich auch völlig. Du hast eine. Ich habe gerade keine Zeit für E-Mails. Ja, du hast trotzdem Maschinengewehr. Warte, ich kann mit denen reden. Maschine mit Raum. Huch, guten Tag. Willkommen, Ballonbruder. Ich kann mit denen reden. Okay, ich kann nicht mit allen reden. Ich glaube, mit euch kann ich reden, oder? Ach, welch ein Spaß, welch ein Spaß. Ja. Nein, nicht mit 9S reden. Lasst euch von der Liebe erfüllen. Schönes Hals. Och, danke. Ich glaube, mit euch hier kann ich nicht reden, oder?
Nee, ich kann nur mit 9S reden. Es ist richtig süß. Roboter feiern eine Party. Warum tun sie das? Es weiß keiner. Na du. Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Hintereingangsmaschine. Hier gibt es nichts. Das ist der VIP-Bereich. Kristall erhalten. So. Kann hier oben auch lang. Gibt es hier oben irgendwas Tolles? Ja, eine Kiste. Kleine Erholung erhalten. Hätte ich da reinfliegen können? Ich glaube nicht. So. Oder? Ach komm, das probiere ich jetzt eben schnell noch aus. Ich meine, den ganzen Weg für eine kleine Erholung wäre schon etwas wenig. So, da unten, da wo die... Okay, nein, ich kann nicht da rein. Aber wir haben es ausprobiert. Hallo. Boah, das sieht echt cool aus. Na, ihr. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam. Maschinenkind. Ach, welch ein Spaß. Och, die haben Kinder. Muttermaschine. Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ganz ehrlich, die würde ich nicht töten wollen. Die sind doch voll freundlich. Seien sie spielen es natürlich nur, aber warum sollten sie sich so eine Mühe geben, um zwei Androiden zu verarschen, ganz ehrlich. Das macht keinen Sinn. Wir mitfeiern. Das Tor wird sich nicht öffnen lassen. Oh, ich will aber rein. Die haben ein Riesenrad. Dann halt nicht. Hier ist eine verschlossene Metalltür. Party in den Ruinen. Also ich glaube, ich muss hier auf der rechten Seite lang. Nee, aber liegt ganz viel, da ist eine Kiste und ganz viel Zeug hinter. Ich glaube, ich habe eine Idee, was hier zu tun ist. Ich glaube, hier oben rum war gar nicht... Shop? Psst, nicht so laut. Was ist Ihr Anliegen? Kaufen. Ach. Der verkauft Materialien. Kupfererz, Eisenerz, Kristall, Baumsaat, Pflanzsaat, Baumsaft. Farbstoff. Ich kaufe mal noch zwei Baumsaft. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr davon haben. Brauchen werden wir es ohnehin. Und einen Farbstoff können wir uns auch gönnen. Dann haben wir zumindest einen von allem. Danke, bitte, kein Problem. Was ist das da? Eine leuchtende Blume. Cool. Ich möchte übrigens auch gar nicht rausfinden, was passiert, wenn man sie angreift. Weil das würde ich nur machen, wenn ich vorher speichere. So. Fuck. Müssen irgendwie, glaube ich, da oben drauf kommen. Würde ich tippen. Weil damit kommen wir darüber. Es sei denn natürlich, ich kann von hier drauf... Ah, das könnte sogar gehen. Nee, schade. Und ansonsten... Ah, das Dach könnte noch eine Möglichkeit sein. Oder wir gehen einfach... Wohin führt dieser... Okay, also da so kommen wir da rein. Aber ich möchte über das Tor drüber kommen. Schade, dass ich die Kamera hier nicht drehen kann.
Okay, das geht nicht. Auf der anderen Seite ist auch nichts, an dem ich mich festhalten könnte. Aber irgendwie wird man doch da drüber kommen, oder? Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Hereinspaziert. Kann ich auf Gegnern stehen? Nein. Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Dahinter ist noch ein Tor. Aber da wird es nicht weitergehen. Also man kommt auf jeden Fall über die obere Balustrade da rein. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, da hochzukommen. Ah, okay. Hier ist eine Baumbrücke. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wenn wir hier langlaufen. Hier liegt erstmal noch ein schönes Halsband. Okay, kann man da... Ja, da kommt man rein. Was? Ist doch hier voll offensichtlich offen. Und ich habe vergessen, bei Steam Offline zu gehen. Einen Moment. Das werde ich später rausschneiden müssen. Offline. Zack. So, tut mir leid für den kleinen Black Screen. Muss doch da rein oder da hochkommen. So, von hier aus. Ja, das ist eine unsichtbare Wand. Aber man muss doch auf diese Brücke hochkommen können. Also es ist auf jeden Fall die Brücke, die da reinführt. Ich will den Loot. Da oben. Aha, aha. Da gibt's... Es führt halt... da rein. Sehe ich denn da irgendwo eine Verbindung zum Boden? Eigentlich nicht. So. Vielleicht muss man ganz so weit außenrum, würde ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man lang gehen muss. An dem Hochhaus kommen wir auch nicht vorbei. Nee, das bringt uns nicht weiter. Hier ist nur die schöne Musik weg. Ah, da kann man ja wieder hinlaufen. Wie komme ich da hin? Will das jetzt wissen. Ich glaube auch nicht, dass ich die dafür angreifen muss. Das wäre irgendwie seltsam. Also wenn ich auf den Weg nicht komme, vielleicht gibt es da auch zusätzlichen Loot. Das kann ich auch nicht kaputt schlagen. Nee. Wie wäre es mit der anderen? Auf der anderen Seite ist gar keine Balustrade. Es geht wirklich nur da oben lang. Ich sehe hier auch sonst... Also da hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da hinten ist eine Leiter. Ja, ich kann nur die anvisieren. Und ansonsten sehe ich keinen Weg da rein. Hä? Kannst du mich da hochwerfen? Ja, warum geht's? Nein, wählen Sie den Kampfstil. Ich will keinen Kampfstil wählen. Ein Baum hier kann ich auch nicht hochklettern. Ist nicht so ohne weiteres. Ich will da jetzt hin. So leicht gebe ich nicht auf.
Ich glaube auch nicht, dass man da später noch langkommt, weil... Ich kann ja mal auf die Karte gucken. Vielleicht sieht man ja auf der Karte mehr. Nö. Aktuelles Ziel. So, ich gucke jetzt genau Richtung Brücke. Kartenmodus. Dahinter ist auf jeden Fall noch was. Nicht, dass man da später hinkommt oder so. Und dass es dann eine Abkürzung wird quasi. Ich merke mir das einfach mal, dass wir jetzt hier nicht noch länger feststecken. Und hoffe, dass wir da entweder später mit einem Skill hin können oder... warte, hier müssen wir ja gar nicht hin. Oder dass das irgendwie eine Abkürzung wird. Bis bald mal wieder. Okay. Hat der Typ hier am Rand, hat der nicht gesagt, das wäre der VIP-Bereich oder quasi kein Eingang? Hier gibt es nichts. Wette, hier gibt es was.